Moin Leute, ich bin's Martin von H&F Lichttechnik, dein zuverlässiger Partner für Lichttechnik in Kreis Gütersloh und Umgebung. Heute befinden wir uns im Auto zusammen mit DJ Jens Holtkötter. Moin. Und Julian. Moin. Und ratet mal, wohin wir fahren. Richtig, wir fahren zu Pro Light & Sound nach Frankfurt. Und ich dachte mal, ich nehme euch da heute einfach mal mit, schmeiße mal ein paar Aufnahmen rein. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Yes. Cheers. So, wir machen jetzt die erste Pause. Wir sind jetzt so kurz vor Kassel, haben noch so rund 2 Stunden Fahrt vor uns und sind dann auch auf der Pro Light & Sound vertreten. So Jens, wie geht's dir so? Alles bestens. Also, wenn du für 5 Euro eine Red Bull gekauft hast, dann weißt du, dass du an der Autobahntankstelle bist. Ja, fühle ich. Spaß beiseite, wir sind auf dem Weg zur Pro Light & Sound nach Frankfurt und ich habe auch schon mega Bock. Ich freue mich richtig. Nach 5 Jahren mal wieder dabei zu sein, ja, ich glaube, das wird geil, Leute. Mehr Erfolg in Kürze. Ja, ich gönne mir hier erstmal ein Brötchen, wa? Schönes Lachsbrötchen werde ich mir jetzt erstmal einverleiten. Und dann geht's auch, würde ich sagen, gleich schon weiter. Ey! Ja, ich habe Bock, ich bin ein bisschen müde, vielleicht sieht man es mir an. Ich habe so leichte Augenringe. Hab heute Nacht nicht gut schlafen können, leider. Aber mal gucken, ein bisschen Energy und dann läuft der Hase, würde ich sagen. Genau, wir sehen uns. Ich schmeiße auch noch ein paar kleine Clips für die Fahrt rein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn wir auf dem Messeparkplatz angekommen sind und auf dem Weg sind zur draußen. Machen wir ein bisschen Anlagen anhören und genau, das wär's. So, wir sind jetzt angekommen in Frankfurt. Wir sind gerade auf dem Messeparkplatz von der ja, Pro Light & Sound, ne? Ist doch der Messeparkplatz hier, ne? Messeparkplatz Rebstock, jo. Genau. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zur S-Bahn-Station, fahren dann direkt zur Messe ran. Genau, Fahrt haben wir gut überstanden. Wie gesagt, super Wetter. Jetzt haben wir 12 Grad oder so, ne? Ja. Ganz angenehm. Und genau, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, wie es wird. Sag, ich hab Bock. Was sagst du? Hab auch Bock. Du? Top. Geil. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Derweil ein bisschen ausgetobt im Bereich Pioneer DJ / Alpha Theta, haben da auf jeden Fall den neuen Rotary Mixer ausprobiert und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich, also ich habe noch nie mit Rotary Mixern gearbeitet, aber das Gerät an sich macht schon Spaß. Also Qualität ist super, Sound ist super, die Effekte sind sehr nice und es sind einfach viele kleine Gimmicks, die halt gut zusammenspielen, die halt einfach sehr gut zusammenpassen, wo ich sagen würde, kann man auf jeden Fall mal machen. So, wir sind jetzt angekommen auf der Pro Light & Sound, wie man hier schön am Hintergrund erkennen kann. Wir hatten uns schon die Halle 11 einmal schon angeschaut, waren da einmal bei Alpha Theta / Pioneer, haben da mal ein paar Geräte ausprobiert. Genau, jetzt wagen wir uns in die Halle 12 und gucken uns die Lichttechnik an. Mal gucken, was wir da so Schönes finden. Wir haben ja auch noch Jens dabei und den Julian hinter der Kamera diesmal. So Jens, was ist so dein erster Eindruck? Mega genial. Also der DDJ Rev 7 hat mich total fasziniert. Habe ich auch einen kleinen Short zugemacht übrigens auf YouTube. Ach schön. Ja, kann ich ja mal verlinken. Genau. Ja, was mich jetzt auch so ein bisschen fasziniert hat, hier hinter uns
HD, HD, doch HD. Hat auch einen richtig geilen Sound, muss ich sagen. Void Akustik haben wir eben uns auch schon angehört. Bassmäßig, du stehst davor und ja, eigentlich kannst du dir davon den Rücken massieren lassen, vom Bass. Ja, sehe ich genauso. Also wir hatten jetzt schon ein paar schöne Anlagen zu hören bekommen. Und ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich bin natürlich noch mit der Lichttechnik spezialisiert. Das heißt, das erstmal in kurzfristig nichts für mich. Aber es ist trotzdem mal interessant, das alles mal live zu hören. Da hat man echt eine schöne Chance, vor allem in der Kulisse. Da hat man ja wirklich was Breites zum Ausprobieren. Kann man sich echt schön alles einmal anhören. Also mega schön gemacht auf jeden Fall. Genau, wir wagen uns jetzt in Halle 12. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Und ich bin gespannt, was uns da so Schönes erwartet. Hier sind wir dann in Halle 12 reingegangen. Ich habe leider nicht viel moderiert. Um ehrlich zu sein, wusste ich einfach nicht, was ich da so Side-by-Side moderieren sollte. Wir waren bei echt vielen Ständen, haben mit den Leuten gequatscht, haben uns die neueste Technik angeschaut und wir haben es einfach genossen. Fürs nächste Mal könnt ihr auf jeden Fall von mir erwarten, dass ich hier das ein oder andere Interview auch noch mitnehme mit den Herstellern persönlich, so dass wir da auch mal ein bisschen mehr Content haben. Vorerst haben wir es dabei belassen, einfach nur ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Und ich hatte nämlich genauso geplant, dass ich jetzt einfach im Hintergrund das Voice-Over mache. Mein persönliches Highlight in Halle 12 war auf jeden Fall die Lichtshow von Eierton. Die dürfte mittlerweile auch schon im Hintergrund laufen. Einfach geniales Licht. Hat mich mega inspiriert. So, also ist eine mega Inspiration für meine eigenen Lichtshows auch mal gewesen. Und genau, ich würde sagen, genieß einfach die Lichtshow von Eierton. Und danach geht es aber schon zum Essen. Aber da melde ich mich gleich. Hallo, bis gleich. Wir haben uns mal was Schönes zu essen gegönnt. Der Jens hat sich auch was gegönnt, genau das gleiche wie ich. Also einen schönen Kuchen. Und wichtig für die Energie für heute, weil wir nur 2 Stunden Schlaf hatten. Monster. Genau. Wir lassen uns jetzt schmecken. Und der Julian hat da so ein Baguette dabei. Wir sind auf dem Weg zur Halle 12.1. Da ist noch mal ein bisschen mehr Lichttechnik. Da, wo wir gerade waren, war ja eher so ein bisschen Traversen-Rigging. Und genau, da schauen wir uns noch mal ein paar Hersteller an. Ich bin echt gespannt auf JB Lighting und Rohre. Gucken wir mal, was wird, ne?
Also, was ihr jetzt zu Gesicht bekommt, ist die Live-Show von Beams und danach direkt hinterher ein Ausschnitt von der Robolight-Show. Die war auf jeden Fall genial, aber sehr lang. Das wollte ich jetzt nicht in einem hochladen, deswegen habe ich da einfach nur einen kleinen Teilausschnitt reingepackt. Mega schöne Shows, mega schönen Tag gehabt. Und das war dann auch schon fast alles. So, wir sind jetzt soweit durch für heute, ist auch soweit genau der erste und letzte Tag für heute, nur ein Tag leider, aber ich würde sagen, wir haben es auf jeden Fall genossen. Ich habe jetzt viele Aufnahmen gemacht, es ist aber eher so Lichtporn-mäßig geworden, wenn man das so jetzt nicht wirklich viel moderiert. Ich gucke mal, ob ich das beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen nachhole mit der Moderation. Genau, genießt einfach den Content oder beziehungsweise, wenn ihr hier angelangt seid, habt ihr den Content natürlich schon genossen. Dafür bedanke ich mich. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir hören uns noch die Voice-Akustik, richtig? Genau, wir hören uns noch die Voice-Akustik an und dann war's das für heute. Top.